Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Squad Busters hier auf meinem Kanal. Gut, tut recorden. Ist das einfach egal. Ja, das Spiel ist jetzt offiziell raus. Ist vor 4 Tagen offiziell rausgekommen. Und bei uns läuft es, zumindest bei mir auf dem Account, läuft es sehr, sehr gut. Denn wir haben jetzt schon mittlerweile 6 Truppen. Ja, erzählen kann, ist klar ein Vorteil. 9 Truppen auf Stufe 3. Und Bull wird wahrscheinlich der nächste sein, wenn ich Glück habe und ihn ziehe. Und da fehlen mir nur noch 8. Mavis wird noch länger dauern. Nita auch. Medi könnte der nächste sein. Über Maya brauchen wir nicht sprechen, der ist eine Arschlang dauern. Max könnte auch der nächste sein nach Bo. Händler wird auch noch dauern. Hawk nicht mehr so lange. Bee wird auch noch ein bisschen länger dauern, genau wie Queen und mehr haben wir noch nicht. Ich hoffe irgendwie echt, dass wir mal andere Truppen ziehen, weil ich das irgendwie auch arsch selten mittlerweile finde, dass du mal eine neue Truppe ziehen tust. Und zum einen, was ich auch noch finde, man kriegt eh viel zu wenig Gold, also man wäre eigentlich schon gezwungen, wenn du dir zum Beispiel eine neue Truppe kaufen willst, dass du erstmal 11 Euro in das Game reinballerst. Sogar mehr. Ungefähr so um die 12 Euro, wenn du einmal das 10.000er und das 110.000er Paket kaufst. Finde ich noch ein bisschen kacke. Und dafür, dass du da nur 200, 150, 200 und dann nochmal so ungefähr das Netz bekommst, ist viel zu wenig Gold. Also da müssten die vielleicht das noch so machen, dass man vielleicht ein bisschen mehr Gold bekommt. Finde ich zumindest, weil ja. Ich meine, klar, du könntest den Pass an ihn. Du könntest ja durch den Pass viel Gold bekommen, aber dann müsstest du viel zu lange spielen. Also, dass man das irgendwie so macht, dass zumindest die Belohnungen ein bisschen mehr vielleicht geben oder so. I don't know. Ich würde sagen, wir gehen mal rein in eine Runde. Und ja. Wir haben auch. Habe ich schon. Ich weiß nicht. Ich habe auch einen Schrumpftopper. Nee, Hexen. Den Feuerkessel. Den Kessel habe ich bekommen. Habe ich jetzt freigeschalten. Das ist einfach der ganz normale Kessel, wie man auch aus Clash Royale kennt. Wo dann die ganzen kleinen Feuergeister rauskommen. Ganz easy. Mal einen Chicken noch, dass wir ein bisschen was zur Verteidigung haben. Dann machen wir den mal hoch auf Fusion. Dynamic. Oh, die Hexer. Durch ihre neue Stufe kriegen wir da auch einen Skelettzauber. Finde ich sehr, sehr geil. Der, wir haben immer noch Gold, was wir ausgeben können. Das ist ja so lächerlich. Wollen wir uns noch einen Chicken. Das Chicken auf Evolution. Die neuen Bäume sind da. Thank you.
noch eine Hexe nimmer gern mit. Besitzen wir Platz 2. Das ist mir ein bisschen zu viel, Digga. Das hat das Geile an Händler. Einfach immer schön Münzen sammeln und dann machst du easy dann noch was plus. Sehr schön, haben wir mal gut was aufgesammelt, aber ich glaube, wir sind auf Platz 3 abgerutscht. Ach nee, doch nicht. Ich dachte, ich hätte so einen Platz 3 im Augenwinkel gesehen. Ja. Aber was halt übelst cool wäre, wenn man das so machen könnte, das Gold, was du am Ende deiner Runde noch übrig hast, kriegst du dann fürs also zum Ausgeben halt. In-game quasi. Also sprich quasi, du hast jetzt noch 100 Münzen übrig, dann würde ich mein 8025 noch 100 dazu bekommen. Das wäre was übelst geiles eigentlich, weil so würde man mehr das Spiel spielen, aber man könnte auch easy seine Truppen upgraden und so. Das wäre was Cooles. Ah, der Skelettzauber wird sogar auch mit in der Zauberliste aufgeschrieben. Hier ist übrigens der Kesselzauber. Wird der Zauber hier auch in der Zauberliste? Nein. Ja, den Kesselzauber habe ich letztens freigeschaltet noch. Ist halt wie dann auch der Dings hier. Der Kessel aus Clash Royale. Wenn ihr mich in dem Game adden wollt, macht gerne. Ich werde es annehmen, die Einladungen, wenn ihr wollt. Und ja. Das war's erstmal mit dem Video. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Aktiviert die Glocke, wenn ihr nichts verpassen wollt mehr. Wir sind auf dem Weg zu den 500 Abonnenten. Wir sind zurzeit bei 446, glaube ich. Wäre echt cool, wenn ihr abonnieren könntet. Würdet. Ist kostenlos. Würde mich supporten. Und das war's mit dem Video. Ciao.